das größte Geschenk war, dass ich durch Open Studio weitere Zeit für meine Entwicklung hatte. Ich hatte Chance, mit tollen Musikern zu arbeiten. Vor allem hatte ich damals jeden Monat eine Stunde mit Simone Yang. Das war großartig. Ich fürchte mich nicht. Also da bin ich zu Hause, da kann ich ausprobieren. Ich konnte hier gleich Musetta singen, während ich im Opernstudio war, auch Valenciennes, Die lustige Witwe, auch Oscar und Ballo in Maschera. Im Opernstudio habe ich mich so gefühlt, als ich Teil des Ensembles bin. Und deswegen fand ich das so toll, dass es ist eben nicht zur Schule separat am Open House so ein bisschen so für, nur für Sponsoren singen, Konzerte, sondern wirklich ein echtes Opernleben und Opernerfahrung. Das war natürlich eine sehr aufregende Zeit, weil man ja noch, ich war ja im Studium und man rechnet ja nicht damit, dass es gleich funktioniert. Und das war natürlich unerwartet, aber umso mehr freut man sich natürlich. Ich kann nur sagen, für mich war es ein optimaler Weg. Und das Opernstudio hat mir viele Möglichkeiten gegeben, wo ich mich entwickeln konnte. Auch eben in Ruhe, dass man nicht gleich sofort von 0 auf 100, also in großen Rollen brillieren muss, sondern man kann sich entwickeln. Und das war für mich in der Konstellation optimal.